Wir haben natürlich im Präsidium und im Bundesvorstand zunächst unser eigenes Wahlergebnis bewertet. Wir haben einen Wahlerfolg erzielt im Vergleich zu den früheren Bundestagswahlen. Ist es zum ersten Mal gelungen, bei zwei aufeinanderfolgenden Wahlterminen zweistellig abzuschneiden. Die FDP hat eines der besten Ergebnisse ihrer Geschichte errungen. Wir haben im Wahlkampf sehr eigenständig für unsere Grundwerte geworben. Wir haben den Wert der Freiheit ins Zentrum gestellt. Wir haben für das wirtschaftliche Vorankommen eines jeden einzelnen Menschen und unseres Landes insgesamt Partei ergriffen. Wir haben ausgestrahlt die Neugier auf und die Freude an Technologie statt einer Verbotshaltung. Wir haben also für unsere politischen Grundwerte, für unsere Grundeinstellung geworben und sind für diese auch gewählt worden. Wir haben bei den Erst- und Zweitstimmen eine viel geringere Unterscheidung als bei früheren Wahlen. Wir sind die stärkste Kraft bei den Erstwählern und sind mit den Grünen gemeinsam bei den Jungwählern vorne. Wir haben jetzt die Marke von 76.000 Mitgliedern überschritten, also einen Rekordstand bei den Mitgliedern erreicht. Und dazu gleich noch, wir haben bei zwei wichtigen Landtagswahlen am gestrigen Tag Erfolg gehabt. All das, diese Indikatoren zusammengenommen, Jung- und Erstwähler, Splittingverhalten, Rekord bei den Mitgliedern zeigt eins, die FDP ist als ein eigenständiges politisches Angebot gestern gestärkt worden. Es waren die Freien Demokraten, die von den Wählerinnen und Wählern tatsächlich gemeint waren. Das war kein taktisches Wahlverhalten für uns. Wir freuen uns über diesen Erfolg und wollen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um aus diesem Erfolg dann auch politische Gestaltung werden zu lassen, mit großer Verantwortung für die eigenständige politisch-inhaltliche Position, die wir haben. Wir haben beschlossen, erstens, dass wir Sondierungen oder Vorsondierungen mit Bündnis 90 die Grünen aufnehmen. Der Bundesvorstand hat Volker Wissing und mich damit beauftragt, diese Gespräche zu führen. Zwischen Grünen und FDP gibt es die größten inhaltlichen Unterschiede. Bei den Parteien des demokratischen Zentrums, die jetzt über eine Regierungsbildung miteinander sprechen könnten. Deshalb macht es Sinn, angesichts dieser bisweilen bestehenden Polarisierung den gemeinsamen Grund zu suchen. Zugleich sind Grüne und FDP aber auch die Parteien, die sich am stärksten gegen den Status quo der Großen Koalition gewandt haben. Weder die Union noch die SPD stehen für Aufbruch. Beide Parteien regieren lange, die SPD mit 4 Jahren Pause seit 1998. Das ist keine Partei des Aufbruchs, die Union genauso wenig. Die Parteien, die eine Veränderung weg vom Status quo gewollt haben in den vergangenen Jahren, das waren Grüne und FDP. Und deshalb ist es sinnvoll, dass diese beiden zuerst miteinander das Gespräch suchen, um zu prüfen, ob daraus bei allen Unterschieden ein fortschrittliches Zentrum einer neuen Koalition werden könnte. Wir haben zweitens beschlossen, dass wir danach, also nach den Gesprächen mit Bündnis 90 die Grünen, offen sind, Einladungen von CDU, CSU oder SPD anzunehmen, wenn sie denn kommen, über weitergehende Gespräche. Drittens haben wir seitens der CSU und der SPD Führung Hinweise inhaltlicher Art an die FDP aufgenommen. Wir haben aber entschieden, dass wir uns an dieser faszinierenden Kommunikation der SPD-Spitze
nicht beteiligen wollen. Volker. Ja, wir wurden in den letzten Monaten oft gefragt, was es bedeutet, wenn die Freien Demokraten eigenständig auf einen eigenen Inhalt fokussiert und nicht taktisch in eine Bundestagswahl gehen. Seit gestern wissen wir es. Wir sind beauftragt, gemeinsam mit anderen, die in der Bundesrepublik Deutschland eine Regierung zu bilden. Parteien können Wahlen gewinnen oder verlieren. Am Ende muss eine Regierung so gebildet werden, dass die Bürgerinnen und Bürger alle zu Gewinnern werden. Das ist die Messlatte und der Auftrag, vor dem wir stehen. Wir haben gestern aber nicht nur ein sehr gutes Bundestagswahlergebnis erhalten, sondern wir freuen uns riesig, dass wir auch zwei Landtagswahlen erfolgreich meistern konnten. Zum einen die Abgeordnetenhauswahl hier in Berlin mit Sebastian Dzhaja an der Spitze. Kommt mal näher. Das ist keine einfache Abgeordnetenhauswahl gewesen. Auch hier sind wir eigenständig mit einem klaren Profil in die Landtagswahl gegangen. Und Sebastian Dzhaja steht auch vor einer spannenden Aufgabe, dem Land Berlin einen Senat zu bilden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die FDP hier eine ebenso konstruktive und sachliche Rolle spielen wird wie im Bund. Das Gleiche gilt in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir mit René Domke als Spitzenkandidat eine äußerst schwierige Landtagswahl aus der außerparlamentarischen Opposition führen durften und in den Landtag in Schwerin einziehen konnten. Damit ist die Kraft der Freiheit in Deutschland insgesamt gestärkt, gewinnen möglicherweise zusätzlichen Einfluss im Bundesrat. Das wird man sehen. Aber auf jeden Fall ist ein weiteres Bundesland mit parlamentarischer Beteiligung der Freien Demokraten vielfältiger und spannender geworden. Darüber freuen wir uns sehr. Insgesamt war der gestrige Wahltag ein großer Erfolg für die organisierte Freiheitsbewegung in Deutschland. Die Freien Demokraten gehen gestärkt aus diesem Wahlsonntag. Wir gehen aber auch auf die Arbeit in den nächsten Monaten mit Demut zu. Die Verantwortung ist groß, die Aufgaben sind groß. Wenn man sich die Bandbreite der Themen anschaut, die bewältigt werden müssen, dann ist das eine Herkulesaufgabe. Deswegen ist es wichtig, dass jeder Gesprächspartner auf jeder Ebene sich der vollen Verantwortung bewusst ist. Ich will noch zur Bundestagswahl abschließend sagen, dass die Wählerinnen und Wähler uns keine einfache Aufgabe gegeben haben, aber dass wir mit dem Fokus auf inhaltliche Schwerpunkte gut beraten sind, die vor uns liegenden Gespräche zu führen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das erfolgreich machen werden, in welcher Konstellation auch immer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Ja. Dann würden wir direkt mit Sebastian Dzhaja noch für ein kurzes Grußwort fortfahren. Genau, dem Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin und Landesvorsitzenden. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Christian Lindner und Volker Wissing haben das angesprochen. Wir stehen in Berlin vor der Frage einer Regierungsbildung. Ich darf mich zunächst bedanken, auch noch mal bei den Wählerinnen und Wählern, die uns hier einen Vertrauenszuwachs in Berlin gegeben haben bei dieser Wahl. Und wir haben vor der Wahl sehr klar gesagt, dass wir antreten in Berlin, um einen Regierungswechsel herbeizuführen. Der Ball liegt nunmehr bei Franziska Giffey als diejenige, die einen klaren Regierungsauftrag nunmehr in Berlin hat, eine Regierung zu bilden. Und wir werden sehen, ob sie sich an das hält, was sie vor der Wahl in Aussicht gestellt hat, einen Politikwechsel umsetzen möchte. Und genau für diesen Politikwechsel sind wir angetreten, ein Bündnis der Mitte in Berlin. Und dieses Bündnis der Mitte, das kann mit den Freien Demokraten gelingen. Der Ball allerdings liegt bei ihr. Sie muss entscheiden, ob sie dieses Bündnis, was sie den Berlinerinnen und Berlinern in Aussicht gestellt hat, tatsächlich bilden möchte oder ob sie ein Weiter-so mit Rot-Rot-Grün macht. Wir jedenfalls würden in der Tat mit ihr in Gespräche auch eintreten. Und der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, René Domke. Ja, vielen Dank. Wie Christian Lindner und Volker Wissing ausgeführt hatten, es war tatsächlich ein schwerer Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern nach 10 Jahren außerparlamentarischer Opposition mit einer Fraktionsstärke von 5 Mitgliedern wieder einzuziehen. Das ist
tatsächlich eine Herausforderung gewesen. Wir bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wählern, die uns die Treue gehalten haben über die schweren Jahre. Das ist eine Teamleistung sowohl des gesamten Bundesverbandes, aber eben auch eines Landesverbandes, der natürlich strukturell schwächer aufgestellt war, vielleicht mal als manch anderer. Wir haben eine Situation in Mecklenburg-Vorpommern nach der Wahl vorfinden können, in dem sich die Ministerpräsidentin, die amtierende Manuela Schwesig, die Koalitionspartner tatsächlich aussuchen kann. Wir werden sehen, welche Verhandlungen jetzt geführt werden. Für uns ist aber erst einmal wichtig, eine Fraktion aufzubauen. Und wie wir das Land voranbringen können, Mecklenburg-Vorpommern ist in vielen, vielen Punkten weit zurück, ob von der Oppositionsbank oder sogar aus einer Regierung heraus. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Wir sind zumindest gesprächsbereit. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich habe schon die erste